Moin moin meine lieben Freunde, willkommen zurück im Weltraum. Gregs haben wir besiegt in der letzten Folge, doch wie wir oben sehen können, sind wir noch nicht fertig. In der Hauptkampagne, Rette Atlas, müssen wir noch 100% erreichen. 80 von 100, glaube ich, haben wir, wenn ich da oben richtig lese. Aber das ist ja noch gar nicht alles. Wir wollen den Wolfenatlas fertig machen. Das heißt, wir müssen jetzt zum Wolf reisen. Guck mal, wo der genau sitzt, der Wolf. Hier oben müssen wir hin. Das heißt, wir könnten doch schon mal nach Ashar schnell fliegen. Genau, das machen wir. Fliegen nach Ashar schnell. Schnellreise hin. Dann können wir von da aus weiter zum Wolf reisen. Das Coole ist natürlich, dass wir Gregs super schnell besiegt haben. Also es war ein bisschen ärgerlich, aber... Aber man muss dazu noch sagen, es ist es war wirklich leicht. Also ich spiele das ganze Spiel auf normal. Es gibt ja leicht, normal, schwer... Beispiel Ultra oder super schwer oder sowas. Jetzt fliegen wir da hin. Aber man muss ja auch immer sehen, man kennt das Spiel nicht. Man ist natürlich angefangen auf normal. Ich fange jedes Spiel auf normal an, egal was ich spiele. Um einfach den normalen Schwierigkeitsgrad zu sehen für einen Casual-Player. Ich könnte jetzt sagen, ich bin Hardcore-Player und mache das Ganze normal. Mache ich jetzt aber nicht. Aber vielleicht mache ich das für mich nochmal. Wichtig für mich ist jetzt erstmal, dass wir auf jeden Fall die... den Wolf, dass wir die Mission beenden. Da würde ich freue mich besonders drauf. Denn ich bin ja sehr Star Fox Fan. Light It Wars, alles fand ich gut. Ich bin gespannt, was uns da so ja, erwartet gleich. Wir sind auf jeden Fall aufgestiegen, wie man sieht. Level 21. Wenn man mal guckt, ich kann mal das zeigen. Man könnte jetzt hier natürlich ein paar Sachen machen. Raumfaltung, ne? Ein paar mehr Sachen tragen. Hüterforschung. Können wir gar nicht. Müsste ich erst... Muss ich mehr Erfahrung mit Piloten sammeln, um das zu bekommen? Okay. Was haben wir denn noch da so? Genau, ist die Ausstattung. Man kann ein paar Mods kaufen. Und zwar machen wir es einfach auf dem Planeten. Wir brauchen eine Million Elysium. Deswegen hoffe ich, dass wir das bekommen. Mal sehen. So, warte jetzt mal hier zum Fliegen. Ich habe bestimmt gleich ein paar von den blöden Outlaw-Fallen noch. Aber das stört uns nicht weiter. Wenn wir nicht gerade irgendwo reinballern. So, das so. Outlaw-Hyperraumfalle im Anflug. Ah ja. Kommen wir nicht auch so da, ne? Oh! Gemein. Gefällt dir das? Ich werde nochmal angreifen. So. Und weiter geht's. Bringt uns jetzt nicht so viel. Da ist ein langer Weg dahin, aber das ist auch ein unbekannter Planet. Guck mal, hier oben ist ja noch ein unbekannter Planet, den haben wir noch nicht erreicht. Ding. Also, es wird noch ganz viel passieren, denn es gibt ja noch Atlas A, sind wir jetzt. Es gibt noch Atlas B und es gibt noch Atlas C. Und in B waren wir und haben Gregs besiegt. Bei C waren wir zum Beispiel noch nicht. Deswegen, ich glaube, da ist noch viel Spielraum für Add-ons. Die werden auch kommen, bin ich mir ganz sicher. Weil das Ganze wird ja, ist ja aufgebaut auf dieses Spielsystem. Coolere neue Flugzeuge, neue hier, wie heißt das? Hyperraumfalle umgangen. Bereich sicher. Neue Personen, ganze Handlungsstränge. Ich meine, es ist ein Weltraum. Man kann natürlich das so ausdehnen, immer ein neues System. Jetzt sind wir in Atlas, vielleicht kommen wir dann in ein ganz anderes System, wo die unsere Hilfe brauchen, weil die gesehen haben, dass wir es hier geschafft haben. Es gibt so viele Sachen. Also von daher ist das eigentlich unendlich erweiterbar hier. So, wir nehmen uns den ganzen Kram. Warnung, Outlaw-Hyperraumfalle im Anflug. Ah, kommen wir noch durch? Oh, noch eine. Oh, ein Scheiß. Ach, na gut. Müssen wir halt. Ja. Ich werde verfolgt. Ja, du bist erledigt. Verstehe ich, weil ich immer so ein bisschen so ein komisches Weltbild. Ne? Ich denke mal gleich, die erledigen mich. Dabei erledige ich die doch. Frag mich, was mit dir passiert. Die so schnell nicht.
Was passiert denn mit denen? Ich meine, die werden erschossen. Ich meine, die fliegen in die Luft. Und trotzdem ist es dann so, als ob die nochmal sagen können zu mir, ey, das wirst du büßen, ich komm wieder. Ich meine, die sind ja tot. Warnung, Outlaw, Hyperraumfall. Jetzt reicht's auch mit dem Fall, ne? Antrieb derzeit nicht verfügbar. Liegt wahrscheinlich an diesem Ding da. Okay, die Spannung wird ein bisschen aufrechterhalten. Also ich würde behaupten, wir kommen da nicht rein, bevor wir nicht die beiden Dinger oben und unten. Seht ihr das? Was ist das? Ein Schild! Wow! Na, der Feigling versteckt sich. Nicht mehr lange. Wolf bringt diese Primes nirgendwo hin. Okay, lass mal hin da. Da kommen wir bestimmt nicht rein. Hey Wolf, das Spiel ist aus. Deine Zeit in Atlas ist um. Star Fox, da seid ihr ja endlich. Ich dachte schon, ihr hättet es nicht mehr drauf. Von wegen. Wir machen dich fertig. Zuerst muss der Schild zerstört werden. Die Schildgeneratoren müssen zerstört werden. Ich bin dran. Runterfliegen. Ah, da, okay. Das wäre einer. Ihr wollt den Schild ausschalten? Da müsst ihr schneller sein. Sobald mein neuer Wirbelantrieb soweit ist, habe ich genug Primes, um Corneria zu unterwerfen. Das lasse ich nicht zu, Wolf. Und du wirst mich nicht daran hindern, Fox. Natürlich. Nervt ein bisschen. So. Den Schild werden wir auch schnell zerstören. Das Ding werden wir auch schnell zerstören. Zerstört. Okay. Der Schild ist unten. Da! Die Primes hängen an seinem Schiff. Es sind so viele. Oh. Dieses Spielchen wird langsam langweilig. Cash, Sonna, Koval. Ihr bringt die Sache jetzt zu Ende. Alles klar, Boss. Ich zerschmettere sie. Dieses Mal kommen sie nicht davon. Ganz okay, bestimmt ganz viele diesmal. Nicht. Gucken wir mal. Cash. Diese Dummköpfe. Mach den Wirbelantrieb bereit. Wir fliegen los. Bis dann, Star Fox. Moment. Der Wirbelantrieb liegt frei. Wir müssen den Wirbelantrieb sabotieren. Was haben wir gerade? Oh. Das war gar nicht so schwer.
Explosion verursachen. Was ist doch gerade passiert? Nicht zu nah ran, sonst werdet ihr auch hineingezogen. Okay, danke für den Tipp. Das ist aber jetzt gerade passiert. Corneria war endlich in meiner Hand. Was? Warum verfolgt ihr mich denn nicht? Ich bin quer durch die ganze Galaxie geflogen. Und trotzdem seid ihr hier. Wir gehen immer dorthin, wo es Ärger gibt. Und du sorgst eben ständig für Ärger. Dafür werdet ihr büßen. Und wenn es das Letzte ist, was ich tue, ihr und eure sogenannten Freunde. Ha, ich gewinne immer. Zu einfach. Zeit für ein wenig Spaß. Es geht los, Leute. Tja. Nein, das ist noch nicht vorbei, Fox. Anscheinend schon. Aber seien wir mal ehrlich. Ihr braucht hier alle Hilfe, die ihr kriegen könnt. Okay, jetzt gehört die Star Fox-Truppe dazu. Zu Starlink. Falco hier. Ich bin schon dran. So. Und jetzt? Gegen irgendwas hier kann man bestimmt kämpfen. Ich könnte ein Schläfchen vertragen. Na los. Wolf ist zwar erledigt, aber die Legion ist immer noch da. Die gesamte Galaxie zählt auf uns. Peppy. Pennt erstmal eine Runde. Slippy. Jawohl, ich habe hier eine Hupe am Start. Was? Nein, ich bin wach. Gut, lassen wir es krachen. Super. So, jetzt können wir noch... Ah, Wing Supercan. Was der kann? Jetzt haben wir den jetzt drin. 400 Waffenenergie bei Reflektieren. 15% Widerstand. 40% Handling. 40 Energie. Eigentlich ist es ganz gut, das Ding, was wir haben. Gut. Was machen wir jetzt? Ich würde sagen, wir müssen den Schwarm ja auch noch machen. Die Mission hängen wir gleich einfach dran. Oder findet ihr, das hat, nee, ich finde, das hat eine eigene Folge verdient. So, vielen Dank fürs Zuschauen. Die Starbucks-Kampagne ist durch. Hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Bis dahin, tschüss.